So, erstmal fix ein Käffchen gekocht hier. Auf die Schnelle. Und jetzt wandern wir die nächsten 300 Meter zu unserem Zielort. Meets. Oha, der kam spontan. Zack. Und drin ist er. So. Und wieder hoch. Und dann noch wieder runter. Und dann noch wieder hoch. Und dann noch wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Ich kann ja keinen Schluck Kaffee trinken, weil ich hier wieder X drücken muss. Ah, Gottchen. Ja, komm. Oh, Mist. So, was haben wir denn auf 150 Metern jetzt? Lass mich mal ein Stückchen trinken. Ah, heiß. Ei, laut. Wo ist denn jetzt hier Wasser in der Nähe? Nee, ist scheiße. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Beziehen wir irgendwo rein? Ja, guck mal an. Licht. Okay. Was zum? Interagieren. Okay. Hier gibt's vier Schätze. Das finde ich jetzt aber fies. Von hier komme ich. Noch ein Weg irgendwie, irgendwo. Ja, muss ja wahrscheinlich. Das stimmt. Aber wo war jetzt mein Ziel? Ich glaube da lang. Sei doch da lang.
sprich mal über den Weg. Wird nix. Außer Schmerzen. Ha, sag ich doch. Hier bin ich richtig. Das andere damit der Ausgang. Schatz Nummer 1. Irgendwas muss hier noch sein, irgendwas Bedeutsames. Okay, so geht's auch. Bewegen. Also. Okay, da ist auch schon mal der Ausgang. Aber wo geht's noch weiter? Blindfisch. Wer baut sowas, frage ich mich, ganz ehrlich.
Ja, es ist eher Garten hier. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Also. Okay, das bringt mir noch nichts. Dann habe ich hier gerade das Richtige gemacht. Ja, das wissen wir ja schon, aber ja. Ich komme nicht durch, hä? Ja, ist doch richtig. Ja, ich komme da ja nicht weiter. Das brauchen wir ja nichts. Ich komme hier nicht durch.
Den sollst du nehmen, ja. Nein, nein. Nein, da, ja, ja. Sehr schön. Und dann gleich. Ich muss mal auf die andere Seite rüber. Ja, genau. Lässt sich das sowas einfallen? Verdammt. Dieses Ding wird schon irgendwelche Gründe haben hier. Oder auch nicht. Ah, guck mal. Aha. Höchstwahrscheinlich hier. Unsere lasse ich Falle fallen. Zauberung ist okay. Auf zum nächsten. So, das hier ist jetzt Persophenes Gebiet. So. Okay, also. Am besten von da aus. Hier muss man echt aufdecken, das ist hart. Hätte ich nicht gedacht. Käffchen tut gut. Ah, wir haben das gut durch. Na gut, hat er noch markiert. So, auf geht's.
hier jetzt. Meter. Jetzt sind wir da auf dem richtigen Gebiet. Ich hoffe, der sagt uns mehr. Ich hoffe, wir sind jetzt in der richtigen Region. Hier muss ich sowieso anscheinend echt alles aufdecken. Gut, dann komme ich automatisch durch die Stadt. Okay, hier werde ich glaube ich falsch sein. Ein Ruin bin ich auf jeden Fall falsch. Endlich. So, was finden wir hier? Erzähl, komm, spuck's aus. Marmorfigur, yes. Muss ich. Ach, die habe ich ja nicht umsonst. Uh-huh.
So, einer weniger. Dein Ernst? Ich habe drei gedrückt. Geschafft. Und wieder eine weg. Was geht hier mit dem Controller ab, Mann? So, weiter im Text. Auf geht's, 300 Meter. Schaffen wir. Geht schnell. Das sieht auch nicht danach aus. Katze. So, jetzt werden wir wieder einen kleinen Schwimmkurs belegen. Des Haares. Was gibt's hier? Schatz, Reserven. Wo ist hier eigentlich der? Doch, dann ist der Obermacker. Erstmal dann den jetzt. Autokorrektur. Teleportieren würde, danke. Und ich bin oben. Ui. Gelasse kommen durch Konflikte in der Nähe der Interaktion gewissen Objekten. Oh oh. Yeah.
Ernsthaft? Oha. Guter Schütze. Fast hätte er mich gehabt. Was ist denn jetzt hier los? Ach, verdammt. Wo ist eine andere Kettlappe jetzt hin, oder? Nee, das ist ja nicht, ey. Gefunden. Geht immer dichter zusammen, ja. So ist fein. Ernsthaft. Los, die Zug verpisst sich runter. Kriege euch, auch wenn es dauert. Auch wenn es ein bisschen sehr lange dauert. Ja, nicht nur ihn.
Also. Eiskalt. Schon. Komm, lass uns zusammen. Sehr schön. Ihnen beeindruckt das Ganze mal gar nicht. Ach komm, wir zwei werden wir noch nicht sehen.
Ich ahne Übles. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass es so groß ist, weil hier musst du echt alles erkunden. Krass. Echt. So. Und das hat ja auch gelohnt. Nein, ja, ich glaube so. Falsch. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Oder im Wasser. Oder im Wasser. Und wieder weg. Dachte ich wäre versteckt. Sorry, Jungs, bin falsch gelaufen. Schleich am besten. Hey, warum ist er schneller als ich?
Mann. Ziegenkäse, ernsthaft. So, wo landen wir jetzt? Ich glaube, das ist es immer noch nicht. Dorf der glorreichen Toten. Warum? Wenn du mir hilfst zu entkommen, verspreche ich, dass du mich nie wiedersiehst. So glücklich mich das auch machen würde, Persephone will, dass du bleibst. Wann begreifst du endlich, dass du nur eins ihrer Haustiere bist? Pass auf, Sterblicher! Pass du auf, sonst lässt dich Persephone kastrieren. Oh, ich vergaß, das hat sie ja längst. Zu den paar leidigen Seelen hier, die eigentlich noch am Leben sind. Wie hältst du das aus? Die Toten wollen uns hier nicht. Ich halte es nicht aus. Ich tue alles, um auf dem Elysion zu entkommen. Aber Persephones Spione sind überall. Hades war ja ein guter Lehrmeister. Du bist also der Unruhestifter, von dem ich so viel gehört habe. Adonis, zu deinen Diensten. In Anbetracht des Heeres, das Persephone untersteht, und ihrer Macht über das Elysion, neigen sich meine Unruhestifter-Tage allerdings dem Ende zu. Und wenn ich dir helfe? Und warum sollte jemand, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, mir helfen wollen? Ich muss Hades Reich finden. Wenn ich durch Persephones Sturz aus dem Elysion entkomme, bin ich dabei. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du das gehört, Geliebte? Sie will wirklich in den Hades. Ich finde es mit deiner Hilfe oder ohne dich heraus. Lass uns zusammenarbeiten. Gut, dann hör zu. Südwestlich von hier befindet sich eine der Festungen von Persephone. Die der drei Schwestern. Wenn es dir gelingt, die Aufseherin zu töten, fang an, das Lieblings zu zerstören. Interessant. Diese Schöpfung vom Gott des Schlafes hilft dabei, die sterblichen Wesen unter Persephones Kontrolle zu halten. Du musst ihre Mitte zerstören, um ihre Flammen zu löschen. Was ein Kolosse. Was soll sein? Ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Interessant.
Na dann. Töte oder befreie ISO-Soldaten, zerstöre Mauerjungfernfahrer. Ja, kriegen wir hin, können wir doch machen.